hallo und herzlich willkommen. In meinem letzten Video habe ich ja gezeigt, dass der Ölkühler undicht ist und der deswegen getauscht werden muss. Heute kommen wir dazu. Ja, ich nehme euch jetzt einfach mal mit zum Auto, erzähle euch mal ganz kurz und knapp, was jetzt alles erstmal abgebaut werden muss, dass wir an den Ölkühler rankommen. Und dann geht die ganze Geschichte richtig los. So, ich nehme euch einmal mit zum Auto. Und zwar haben wir jetzt hier einmal den Motor. Fangen wir im Prinzip an, einmal diese Strebe hier abzubauen. Was für genaues Werkzeug ihr alles braucht, schreibe ich unten nochmal in die Videobeschreibung rein. Dann muss der Kraftstofffilter rausgemacht werden. Das sind hier bloß diese Klemmen, die ihr aufmachen müsst, und dann kann man den einmal zur Seite legen. Vor der ganzen Geschichte habe ich fast vergessen, einmal das Auto hoch, Öl ablassen. Den Ölfilter rausschrauben, locker bloß schrauben, damit das Öl erstmal weg ist. Dann schrauben wir als nächstes die Servopumpe weg und legen die bloß zur Seite. Dann haben wir hier den Abgasrückführkühler. Hier geht einmal ein Schlauch direkt rüber zu dem Ölkühler. Diesen Schlauch einmal hier die Schelle lösen, den Rest am Kühler erstmal dran lassen. Das kann man dann im ausgebauten Zustand besser wechseln. Ja, bevor ihr natürlich die Servopumpe wegbaut, muss einmal der Riemen weg. Dafür einmal hier unten den Riemenspanner lösen, den Riemen abbauen. Wenn das alles weggebaut ist, kommt man mit bisschen Aufwand einmal an den Ölkühler hinten ran. Muss man natürlich ein bisschen blind arbeiten, aber das geht schon. Laut WIS von Mercedes soll eigentlich dieser Abgasrückführkühler abgebaut werden, weggebaut werden. Das machen wir aber hier nicht, weil ich der Meinung bin, bis man den abgebaut hat, sind schon alleine 1,5-2 Stunden vergangen. Im gesamten Aufwand der ganzen Geschichte braucht man auf jeden Fall oder sollte man einplanen 2,5 Stunden. Das soll jetzt erstmal soweit die Sachen sein, die man alle abbauen muss. Ich würde jetzt einfach mal anfangen, das alles auseinanderzubauen, was wir jetzt auseinanderbauen müssen. Das machen wir jetzt alles mal so ein bisschen im Schnelldurchlauf, weil das Video würde sonst viel zu lange werden. Und dann sehen wir uns, wenn das alles erstmal so weit weggebaut ist, wieder. Und dann erzähle ich ganz kurz, wie der Ölkühler ausgebaut werden muss. So, wir haben jetzt die Servopumpe zur Seite gelegt. Jetzt kommt man mit Fingerbrechen auch an den Ölkühler ran. Wir haben jetzt hier einmal den neuen. Dann sieht man, die drei Verschraubungen sind natürlich auch noch hinten am Ölkühler, nicht vorne. Vorne sind die zwei. Die bauen wir jetzt aus und dann geht es mit dem Video weiter. So, jetzt haben wir einmal den alten Ölkühler raus und den neuen einmal daneben liegen. Die Dichtung kommt natürlich jetzt, einmal mitkommen, an das Steuergehäusedeckel bzw. hinter den Ölfilterkasten. Hier einmal die Dichtfläche kommen. Komplett reinigen, richtig sauber machen, dass das alles wieder richtig sauber ist. Dann die Dichtung einsetzen und dann vorsichtig den neuen Ölkühler draufsetzen. Das machen wir jetzt einmal. Das zeigen wir euch dann vielleicht nochmal im Zeitraffer ein bisschen. Aber das dauert halt auch wieder eine ganze Weile. Ist wieder ein ganz schönes Gefummel. Und wie dann der restliche Zusammenbau dann vonstatten geht, zeigen wir euch dann. Der Ölkühler ist jetzt wieder drin, der neue. Bei der Schelle hier unten eine Wasserpumpenzange nehmen. Wenn ihr jetzt nicht die Spezialzange dafür da habt, die man da eigentlich nimmt. Hier oben dann auch wieder am Abgasrückführungskühler die normale Schlauchschelle festziehen.
Der Rest ist jetzt einfach mal das Ganze wieder in umgekehrter Reihenfolge. Also den Filter wieder reinsetzen. Den normalen Ölfilter wieder rein. Mit neuem natürlich. Die Servopumpe wieder festschrauben. Dann wieder den Halter festmachen. Ja, das wird man jetzt nochmal im Schnelldurchlauf machen. Dann ist eigentlich nur noch wieder das Öl auffüllen. Kühlflüssigkeit nochmal kontrollieren, ganz wichtig, weil es ist ja auch was weggegangen. Dann einfach mal testen. Noch, wie ich schon am Eingangs des Videos gesagt habe, gut 2,5 Stunden sind wir jetzt fertig, haben jetzt einmal komplett den Ölkühler getauscht, haben dann, nachdem alles wieder fertig war, also wieder frisches Öl aufgefüllt war, neue Kühlflüssigkeit eingefüllt wurde, dass der Stand wieder passt, haben wir einmal das Auto nochmal angehoben, haben den kompletten Unterboden richtig nochmal gereinigt, mit Bremsenreiniger sauber gemacht, weil es ist ja auch viel Öl und Kühlflüssigkeit ausgelaufen. Einmal wirklich richtig komplett sauber machen. Auch vorne, dort wo der Ölkühler sitzt, wo das Öl runterläuft, alles einmal komplett reinigen. Dann nochmal das Auto kurz anmachen, Ölstand nochmal prüfen. Dann haben wir das Auto hochgefahren wieder und haben einmal von unten geguckt, beobachtet, ob irgendwas nochmal undicht ist, ob am Ölkühler alles sauber sitzt und passt. Auch nochmal wirklich nach dem Einbau, bevor ihr alles andere zusammenbaut, nochmal gucken, dass auch die Dichtung zwischen Ölfiltergehäuse und Kühler wirklich ordentlich sitzt und passt. Der Ölkühler wird laut Mercedes Angaben mit 14 Newtonmetern festgezogen, da es dort extrem schwierig ist, mit einem Drehmomentschlüssel irgendwas nachzuziehen. Wirklich einmal handfest dranziehen, immer dran denken, so eine Gummidichtung braucht auch einen bestimmten Wirkungsgrad selber, um sich abzudichten. Also nicht zu toll festrammeln, dann verzieht sie sich und das ist es dann wirklich nicht wert. Dann muss man nämlich alles nochmal auseinanderbauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Anregungen habt, was ihr noch mal wissen möchtet, welche Videos ihr noch sehen möchtet, schreibt mir einfach in die Kommentare. Ich hoffe, es hat euch an sich gefallen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.